Alle halbe Jahre ist es wieder soweit. Der Transfermarkt öffnet sich und die Profiklubs decken sich mit neuen Kickern ein, mit denen dann alles besser werden soll, aber selten wird. Und noch eine andere Gefahr lauert. Was, wenn dein Verein einen Spieler holt, den du nun überhaupt nicht leiden kannst? Ein persönliches Schreckensszenario. Persona non grata. Neulich hatte ich einen schlimmen Albtraum. Arminia Bielefeld hatte kurzfristig eine Pressekonferenz einberufen. Die Sportjournalie der Stadt hatte sich im Medienraum der Alm versammelt und rätselte eifrig, um welche Neuigkeit es sich handeln könnte, als Arminias Präsident, Sportdirektor und Trainer den Saal betraten, im Schlepptau einen hünenhaften Kerl mit Glatze, den alle Anwesenden sofort erkannten. Nein, bitte nicht, dachte ich noch, doch das Unglück nahm seinen Lauf. Der Präsident sprach von einem stolzen Tag, den ein erweitertes Engagement des Hauptsponsors überhaupt erst möglich gemacht hätte. Der Sportdirektor schilderte die in angenehmer Atmosphäre verlaufenden Verhandlungen. Der Trainer frohlockte über eine ideale Ergänzung zu Torjäger Boacsi. Der Hüne sagte, er brauche Spielpraxis und suche außerdem eine neue Herausforderung. Und so, schloss der Präsident, freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Carsten Janka die nächsten 3 Jahre in Bielefeld spielen wird. Ich wachte schreiend auf, taumelte aus dem Zimmer und lief meinem Mitbewohner über den Weg. Was ist los? Erkundigte er sich besorgt. Schlecht geträumt, murmelte ich. Möchtest du darüber reden? Fragte er. Ich schüttelte den Kopf. Vielleicht später mal, es ist noch zu frisch. Dabei wäre wohl kaum jemand meinem Trauma mit so viel Verständnis begegnet wie mein Mitbewohner. Als Fan von Manchester United lebt er seit Jahren in der panischen Angst, dass sein Club irgendeine Torheit auf dem Transfermarkt begehen könnte, die ihm alles verdirbt. Wo noch dazu Manchester United, im Gegensatz zu Arminia Bielefeld, in der Lage ist, auch jeden denkbaren Unfug anzustellen. Will ich meinen Mitbewohner aus dem seelischen Gleichgewicht bringen, muss ich nur sagen, ich habe gelesen, Ferguson interessiert sich für Kahn. Und meldete einst ein Sommerloch geschädigter Videotextanbieter einen möglichen Wechsel von Diego Simeone nach Manchester, verlangte mein Mitbewohner umgehend nach seinen Medikamenten. Denn kaum jemand war für ihn so sehr rotes Tuch wie jener argentinische Nationalspieler, der bei der WM 1998 einen Platzverweis David Beckhams provozierte. Es ist natürlich ein ernstes Thema, das sich hinter solchen Schrullen verbirgt. Ein ungeordnetes Kommen und Gehen charakterisiert den internationalen Fußball. Jeder nimmt, was er für seine letzten paar Euro 50 noch kriegen kann. Auf sensible Gemüter wie meinen Mitbewohner und mich nimmt da schon lange keiner mehr Rücksicht. Wie aber damit umgehen, wenn es wirklich zum Super-GAU kommt? Wenn eine subjektive Persona non grata plötzlich die eigenen Farben trägt? Wenn Janka tatsächlich für Arminia spielen würde, müsste ich mein Fantum für diese Zeit ruhen lassen, erkläre ich, als ich endlich doch noch von meinem Albtraum berichte. Keine Ahnung, was ich täte, wenn Kahn zu United ginge, sagt mein Mitbewohner, und sieht aus, als ließe ihn allein der Gedanke daran schon den Verstand verlieren. Dabei kann so eine Geschichte natürlich auch anders ausgehen. Als Arminia vor Jahren den schwäbischen Zwergschnauzer Fritz Walter verpflichtete, bildete sich im Freundeskreis bereits eine Protestbewegung bis hin zum Almboykott. Als sich Walter im persönlichen Gespräch auf einmal als einer der nettesten Menschen der Welt herausstellte, den man am liebsten in den Arm genommen hätte, um ihn vor den Tücken des Lebens in Schutz zu nehmen. Kann sein, dass sich Carsten Janka als charmanter Plauderer mit einer exzellenten Plattensammlung erweisen würde. Aber will man es wirklich darauf ankommen lassen?